Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Alles Aktie. Wir werden uns heute einmal die Aktie von Twitter genauer anschauen. Dazu werden wir uns einmal anschauen, ob der derzeitige Kurs gerechtfertigt ist und ob der Kurs, den Elon Musk mit 54,20 € ausgerufen hat, gerechtfertigt ist oder ob das einfach nur so ein Angebot ist, was aus der Luft gegriffen ist, weil Elon Musk einfach Lust hat, Twitter zu kaufen. Oder vielleicht hat er auch größere Pläne und kann halt die Umsatzwachstumszahlen dementsprechend nach oben treiben, sodass der Preis halt gerechtfertigt ist. Und das schauen wir uns einmal an. Ja, in unserer Vorstellung gehen wir ja auch immer davon aus, dass wir komplett Twitter kaufen, beziehungsweise die Aktien immer komplett kaufen und das gesamte Unternehmen kaufen. Und momentan beträgt der Preis 41,66 €, sodass wir für das komplette Unternehmen 33,5 Milliarden Euro ungefähr zahlen würden. Im Gegenzug kriegen wir dann halt ein Unternehmen, was im letzten Jahr einen Umsatz von ungefähr 4,6 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Der Gewinn war leider negativ mit ungefähr 200 Millionen Euro. Das wäre eine Quote von minus 4,4%. Der Free Cashflow war aber positiv mit 189 Millionen und beträgt damit ungefähr eine Free Cashflow-Quote von 4%. Zu dem Gewinn oder zu der Free Cashflow muss ich noch einmal dazu sagen, Twitter hat innerhalb der letzten 2 Jahre ihre Research and Development, also ihre Forschungsausgaben, erstens verdoppelt, um einfach wahrscheinlich irgendwo mehr Gewinn in der Zukunft erwirtschaften zu können, um innovativer zu sein. Auf der anderen Seite hatte Twitter aber auch letztes Jahr irgendeine Gerichtsklage. Ich weiß leider nicht, worum es dort ganz genau ging. Die ist aber beigelegt worden. Die hat aber insgesamt 750 Millionen Euro gekostet, sodass im theoretischen Falle hier letztes Jahr ein Gewinn erwirtschaftet worden wäre. Da der Gewinn aber negativ ist, konnte das KGV hierbei dann auch nicht ermittelt werden. Die finanzielle Position von Twitter ist auch ausgesprochen positiv. Die Cash-Position beträgt insgesamt 7,2 Milliarden Euro. Die Schulden sind mit 6,2 Milliarden Euro angegeben, sodass wir den kompletten Cash-Bestand nutzen könnten, um damit direkt alle Schulden zu tilgen und hätten immer noch ungefähr einen Netto-Cash-Bestand von 1 Milliarde Euro übrig. Wenn wir natürlich jetzt das Unternehmen komplett kaufen würden, sagen imaginär halt immer, könnten wir halt uns danach direkt die 1 Milliarde Euro auszahlen lassen, sodass wir nicht insgesamt 33 Milliarden Euro ausgeben würden, sondern nur 32 Milliarden Euro. Wir werden natürlich weiterhin mit diesem Wert im Unternehmen belassen, beziehungsweise dieser wird nachher in unserer Matrix E mit verrechnet. Und auch die Assets waren immer noch mit 5,6 Milliarden Euro angegeben, sodass der Buchwert insgesamt 6,7 Milliarden Euro beträgt. Macht ein Kurs-Buch-Verhältnis von fast 5 aus. Ist noch so gerade eben okay, ist ein bisschen hoch. Wir haben hier aber eh mit einem Tech-Unternehmen zu tun und da sind die Buchwerte nicht ganz so wichtig, da die Hauptvermögenswerte im Internet liegen, beziehungsweise in der Technik liegen. Und nicht wie im produzierenden Gewerbe, dass man dort sagen kann, okay, die Maschinen, die Produktionshallen und so weiter und so fort stellen den Hauptvermögenswert dar, sondern eigentlich ist alles Hauptvermögenswerte imaginär im Internet nur vorhanden, sodass hier halt schwierig ist, das KBV immer als gute Richtlinie nutzen zu können. Und auch die Entwicklung der letzten paar Jahre zeigt sich erstmal relativ positiv. Ich wäre jetzt erstmal noch vorsichtig, weil die ausstehenden Aktien sich innerhalb der letzten 5 Jahre durchschnittlich um 2% erhöht haben. Also heißt, hier hat stetig eine kleine Verwässerung unserer Anteile stattgefunden. Kann auch damit zusammenliegen, dass Twitter irgendwo Geld brauchte, um weiter wirtschaftlich wachsen zu können. Twitter müsste jetzt aber langsam groß genug sein, und dass dieses Wachstum eigentlich nicht mehr vonnöten sein müsste. Das Umsatzwachstum innerhalb der letzten 5 Jahre lag im Durchschnitt bei 20%, was auch erstmal sehr, sehr positiv ist. Und sogar im letzten Jahr konnte das Umsatz um 36,6% gesteigert werden, was natürlich ausgesprochen positiv ist.
Dann kommen wir auch einmal wieder zu unseren verschiedenen Prognosen. Die Umsatzwachstumszahlen im konservativen Bereich werde ich knapp unterhalb dem legen, was in den letzten Jahren an Umsatz gewachsen ist. Im normalen Bereich nehme ich den Durchschnitt der letzten 5 Jahre und im besten Falle nehme ich knapp oberhalb dieser dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre, auch weil ich einfach glaube, dass Twitter nicht so woke und so sexy ist, dass sie jede Menge neue Nutzer anziehen werden. Die Gewinnmarge war im letzten Jahr negativ und war mit ungefähr 200 Millionen Euro minus. Wie gesagt, die hatten, glaube ich, ein Settlement von ungefähr 700 Millionen Euro, 700 Millionen US-Dollar, so dass die Free Cashflow-Quote ungefähr, ich mache mal eine Gewinnmarge von 6% rein, 9% und 12% ist vielleicht ein bisschen hoch, deswegen machen wir hier mal 5, 7, auch 9. Und KGV machen wir wie üblich 15, 17,5 und 20. Sind, glaube ich, ganz gute Werte, die man hier nutzen kann. Und hier sehen wir schon unten, da zeigen sich relativ viele rote Zahlen. Und in dem Bereich, wo ich das halt gerne kaufen wollen würde, nämlich hier im konservativen Bereich, das heißt, dass wenn meine schlechteste Annahme eintrifft, ich immer noch mit meinen 10% Rendite hier sitze und einen höheren Kurs im Endeffekt am Ende rauskommt, zeigt sich hierbei jetzt erstmal nicht. Also heißt bei 15%igem Wachstum und einer Gewinnquote von ungefähr 6% und einem KGV von 15 nach 10 Jahren bekommen wir keine 10%ige Rendite und der faire Wert würde 14 Euro betragen. Wenn man die normalen Umsatzzahlen weiterhin nutzt, also heißt auch die nächsten 10 Jahre wird es ungefähr um 20% wachsen und die Gewinnmarge leicht gesteigert werden kann, vor allem wenn jetzt halt die Research und Development Kosten wieder ein bisschen runtergefahren werden sollten und die Gewinnquote von 9% erreicht werden sollte. Und das KGV 17,5 beträgt, sind wir bei 31 Euro, ist immer noch leicht unter dem, was, oder relativ gut sogar unter dem, was der aktuelle Preis von sich gibt. Ich glaube, das war ungefähr der Preis, der angegeben war, bevor Elon Musk überhaupt bekannt gegeben hat, dass er Twitter-Aktionär ist. Ich glaube, danach hat die Twitter-Aktie direkt um 20 oder 30% auch fast zugelegt. Wirklich hier im Best-Case-Falle von 25%igen Wachstum und einer Gewinnmarge von 12% liegen wir überhalb des aktuellen Aktienpreises. Ich mache mal hier noch ein KGV von 15 rein, damit wir einfach mal ungefähr wissen, ja. Selbst dann liegen wir ungefähr ganz genau bei dem Preis, den Elon Musk derzeit vorausgesagt hat bzw. angeboten hat. Kann einfach damit zusammenhängen, dass wenn Elon Musk hier Twitter kauft, dass wieder so ein Hype darum entsteht, dass mehr Menschen sich für Twitter entscheiden, mehr junge Nutzerinnen und Nutzer sich für Twitter entscheiden und sich dort anmelden. Wie gesagt, die Mitgliedszahlen liegen bei ungefähr 300 Millionen, was jetzt nicht so groß ist, vor allem im Gegenzug zu Facebook und Instagram und TikTok. Ist halt wesentlich Potenzial nach oben, was halt Elon Musk halt dann auslösen könnte und würde dann halt, wie gesagt, den Umsatz und die Gewinnmargen wesentlich nach oben treiben. Ich persönlich halte das jetzt aber erstmal für relativ unrealistisch, dass Elon Musk Twitter kaufen kann. Erstens das, zweitens will er danach direkt Twitter von der Börse nehmen, sodass danach sich sowieso kein Einstieg lohnen würde, wenn er kein CEO werden würde. Also heißt, zum Spekulieren wäre es halt einfach wirklich nur, okay, wenn ich es wirklich verkauft kriege an Elon Musk, dann wäre es jetzt ein guter Einstiegskurs, weil ich es dann für ein wesentlich mehr Geld verkaufen kann. Ansonsten ist der Preis momentan für mich zumindest ho zu hoch bewertet und ich lasse die Finger erstmal davon.